Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Hallo und einen schönen guten Morgen an euch. Seid ihr bereit? Ja, also ich bin bereit. Ich bin bereit, über gesunde Ernährung zu sprechen. Letzte Woche habe ich es bereits angekündigt. Wir werden in dieser Folge über das Thema Ernährung sprechen, aber ich habe mir Hilfe geholt, denn ich bin hier kein Pro. Also ich spreche mit meiner lieben Freundin Ele darüber, was eine gesunde Ernährung alles in petto für uns hat und auf wie vielen Ebenen diese für uns arbeitet und wirkt. Und ich zumindest hatte mehrere Aha-Erlebnisse und bin seit der Vorbereitung und der Auseinandersetzung und eben diesem Gespräch mit diesem Thema nochmal ganz anders und bewusst im Alltag und beim Kochen unterwegs und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser schönen Podcast-Folge. Ihr dürft gerne kommentieren und schreiben, wenn euch diese Folge gut gefallen hat. Das werde ich mit Ele teilen. Oder einfach eine schöne Rezension bei iTunes oder Spotify hinterlassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Hallo Ele. Ja, hallo. Hallo. Womit fangen wir an? Ich glaube, ich erzähle erstmal, warum wir uns heute überhaupt zusammensetzen oder auf Zoom jetzt verabredet haben, worüber es gehen soll in diesem Podcast. Nämlich hat mir eine Klientin vor ein paar Wochen den Auftrag gegeben oder den Impuls eingepflanzt, mach doch mal eine Podcast-Folge zu dem Thema Ernährung, was eine gesunde Ernährung für Auswirkungen auf die Psyche hat, natürlich auch auf den Körper und ganz speziell das Thema Mikronährstoffe. Was können wir uns darunter vorstellen? Was für Auswirkungen haben Mikronährstoffe auf unsere Psyche und unsere Gesundheit generell? Und da das Thema nicht so mein Steckenpferd ist, ich mich da nicht so besonders gut auskenne, dachte ich mir, Mensch, wen kann ich mir da mal zur Seite stellen? Wer kennt sich da gut aus? Und natürlich hat es nur wenige Sekunden gedauert, bis du mir eingefallen bist, dass ich nämlich eine gute Freundin habe, die sich da sehr gut auskennt. Und ich freue mich, dass du eingewilligt hast und ich dir jetzt ein paar Fragen stellen darf. Ich freue mich auch sehr. Vielleicht ist es auch interessant, dass ich mal kurz sage, wie wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns seit, ich würde sagen, 4 Jahren, oder? 4 Jahre sind es jetzt knapp. Und ja, kommt gut hin. Ich war damals ganz frisch in Köln und habe Menschen gesucht, die mit mir TRE üben wollen. Ich war noch in der Ausbildung und musste Case Studies machen. Und so haben wir uns dann tatsächlich kennengelernt, gefunden. Und seitdem, immer wenn wir uns treffen, schmeißt du mal so lässig den einen oder anderen Satz zum Thema Ernährung in die Unterhaltung ein. Und deswegen musste ich eben auch direkt an dich denken. Ich gebe einfach mal das Wort ab an dich und du erzählst mal, warum das Thema so spannend für dich ist, wie lange vielleicht es dich auch schon begleitet und vielleicht gibt es ja auch so die ein oder andere Anekdote aus dem Berufsleben, die da auch schon mal eine Rolle gespielt hat, wie du zu diesem Thema gekommen bist, ja. Ja, super, sehr, sehr gerne. Vielleicht stelle ich mich einfach nochmal ganz kurz vor. Ich bin die Ele und ich komme aus Köln. Und bin 38 Jahre alt und eine Freundin von dir, Johanna. Und ich freue mich ganz doll erstmal, dass du mich eingeladen hast und zu dem Thema ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also ganz spannend. Als du mich gefragt hast, ob ich ein bisschen darüber reden könnte, habe ich natürlich auch nochmal selbst überlegt, welche Bedeutung hat denn Ernährung eigentlich in meinem Leben? Und das ist ganz spannend, wenn ich so zurückdenke. Also erstmal hat es in meiner Familie immer eine große Rolle gespielt. Die eine Seite meiner Großeltern kommt aus Schlesien und da ist Zusammenessen und traditionelle Gerichte zubereiten immer sehr groß geschrieben. Also es war immer ein großes Fest, wenn wir uns mit der Familie getroffen haben. Und meine Oma war eine begnadete Köchin, also wirklich Hut ab. Und da hat das mit dem Kochen angefangen. Also ich habe wirklich zur Ernährung auf allen Ebenen eine besondere Beziehung. Und ich liebe es zu kochen. Und das ist so die eine Seite. Und vielleicht habe ich das ja auch schon so ein bisschen in den Genen mitbekommen, wer weiß. Wenn ich auf Reisen bin, international unterwegs, also das Erste, was ich mache, ist auf den Markt gehen und schauen, was gibt es da für Obst und Gemüse, für Gewürze, was kann man kaufen, wie kann man das irgendwie integrieren, was sind das für Zutaten oder wie kann man das so in die eigenen Gerichte vielleicht mit einfließen lassen und vor allem, welchen Nutzen hat das? Weil das ist ja auch ganz spannend, so diese Wirkung und auch, ne, viele Kulturen haben ja auch Gewürze, die traditionell auch als Heilkräuter verwendet werden. Oder, also das finde ich auch ganz spannend. Ja. Genau, das ist aber jetzt erstmal so der private Hintergrund, dass es familiär so ist und dass einfach Kochen und Essen eine Riesenleidenschaft von mir ist. Und mein beruflicher Hintergrund ist jetzt erstmal ein anderer. Also ich habe Politikgeschichte, Völkerrecht und Sprachen studiert mit einem Schwerpunkt auf Lateinamerika. Also erstmal gar nichts, was mit Ernährung zu tun hat. Gleichzeitig habe ich dann aber Berufsweg eingeschlagen, den doch viele einschlagen oder einige, die solche Kombis auch studieren. Und zwar bin ich in die Entwicklungszusammenarbeit gegangen und da relativ schnell in die Agrarpolitik und Ernährungssicherung. Und habe also die Ernährung von einer ganz anderen Seite kennengelernt, landwirtschaftliche Produktion nochmal ganz anders, was Ernährungssicherung bedeutet und vor allem aus so einer ganz globalen Perspektive, ne, also auch so eine politische Perspektive darauf zu haben, wie Verteilung in der Welt geschieht, was es eigentlich mit dem Klima auf sich hat. Also ganz schnell kamen dann natürlich auch Querschnittsthemen dazu, wie Wasser, Gesundheit, Klimawandel. Das ist alles ganz, ganz eng, hängt das miteinander verbunden. Ja. Und zuerst habe ich mir das hier in Deutschland angeschaut. Ich habe für die GIZ gearbeitet, dann für die UN. Ich war eine Weile in Rom bei der FAO, bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation. Da habe ich dann viel mehr verstanden, wie auch die Zusammenhänge genau mit Klimawandel sind und mit anderen Bereichen. Und dann habe ich auch eine ganze Weile in Mexiko gelebt und gearbeitet und da mit Kleinbauern Forstprojekte oder Forst- und Ernährungsprojekte, beides aufgebaut, betreut und natürlich auch nochmal kennengelernt und ein anderes Bewusstsein dafür entwickelt, was eigentlich die Produktion vor Ort und in anderen Ländern bedeutet von Nahrungsmitteln, die wir hier so selbstverständlich verzehren und vielleicht gar nicht wissen, was das für eine Mühe ist und wie wenig manche Menschen daran beteiligt sind. Genau, und als ich dann aus Mexiko zurückkam, habe ich wieder mehr hier in Deutschland gearbeitet, war aber auch noch mal eine ganze Weile als Gutachterin tätig und zwar im Bereich Mutter-Kind-Gesundheit, also im Bereich Ernährungssicherung mit einem großen Schwerpunkt auf Mutter-Kind-Gesundheit. Und da bin ich noch mal ganz anders in die Details und in die Ernährungswissenschaft auch eingetaucht und wie wichtig das für den menschlichen Körper ist, welchen Einfluss das doch hat, wie wenig das den Menschen einfach bewusst ist, dass ein ungesunder Körper, zum Beispiel jetzt auf Frauen bezogen, halt auch keine wirklich gesunden Kinder hervorbringen kann. Und das nur als ein Beispiel. Und hat mich immer weiter interessiert und ja, ist einfach ein Herzensthema für mich nach wie vor. Und genau, so bin ich dazu gekommen und immer weiter hineingeraten. Also so richtig tief. Genau, so richtig tief, ja. Beeindruckend. Also wir sehen, wie vielschichtig das ist. Und ich glaube, wir werden im Laufe unseres Gesprächs auch feststellen, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen
positiv gewirkt wird, wenn wir uns bewusster mit unserer Ernährung auseinandersetzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und meine Perspektive ist natürlich auch immer eine relativ globale. Das muss ich auch dazu sagen. Und dass ich auch, wenn ich jetzt so ein paar Sachen sagen werde, gar nicht erwarte, dass alle Menschen dieses Bewusstsein haben oder beziehungsweise ein großes Verständnis dafür habe, dass die meisten Menschen das nicht haben. Ne? Ja. Das nur so eingeworfen. Ja, ja. Mir wurde eben auch ein Video geschickt, in dem Forschungsergebnisse geteilt werden, die zeigen, dass eine mikronährstoffreiche Ernährung große Auswirkungen auf die Psyche hat. Und dass diese sogenannte Western Diet, also unsere moderne Ernährungsweise hier im Westen, vor allen Dingen auch in den USA, aber auch bei uns hier, die beinhaltet, dass wir viele verarbeitete, abgepackte Lebensmittel essen, nicht frische Gemüse zu uns nehmen oder Lebensmittel generell, viel rotes Fleisch essen, fettreiche, zuckerreiche Lebensmittel zu uns nehmen, dass diese Western Diet also nicht nur, wie wir jetzt mittlerweile schon wissen, auch ein großes Risiko chronischer Krankheiten birgt, sondern offensichtlich auch große Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit hat. Und jetzt dachte ich, besprechen wir vielleicht als allererstes nochmal ein bisschen im Detail, was diese Western Diet genau ist. Also es geht nicht um Diät, wie wir das Wort vielleicht kennen, sondern es geht einfach um eine Art zu essen, eine ja, wie würdest du sagen, Ele? Ernährungsweise oder genau, also im Deutschen wird es ja als Abnehmkur eigentlich verwendet. Ja, ne? Ja. Und genau, ich würde sagen Ernährungsweise. Das ist doch, ja. Das ist doch gut. Ja. Ja, was ist das genau, die Western Diet, und warum tut uns diese nicht gut? Genau, also boah, da waren jetzt ganz viele Aspekte in dieser Frage, beziehungsweise auch in der Einleitung. Und genau, vielleicht bedarf das so ein bisschen einer detaillierteren Erläuterung oder auch ein bisschen Differenzierung. Ja. Also mikronährstoffreiche Ernährung hat nicht nur große Auswirkungen natürlich auf die Psyche, sondern auf den gesamten Stoffwechsel, ne, also auf unseren Körper. Denn wir brauchen halt Nährstoffe für alle Vorgänge in unserem Körper, für die Zellbildung, das Immunsystem, die Hormone, für alles. Und deshalb ist es auch relativ schade, und ich verstehe es auch manchmal nicht, aber das will ich hier nur so einwerfen, warum Ernährung bei uns in der westlichen Medizin immer noch so eine relativ geringe Rolle spielt und tatsächlich auch in der psychologischen Behandlung. Aber das möchte ich einmal zur Seite lassen. Das ist, können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Das ist einfach ein sehr interessanter Punkt. Auf jeden Fall sollten wir aber eben versuchen, möglichst die Nährstoffpalette, die wir brauchen, so gut wie es geht, abzudecken, damit jeder Vorgang in unserem Körper alles zur Verfügung hat, was er braucht und nicht gewisse Prozesse einfach nicht ablaufen können. Und das ist eigentlich das Wichtige an der nährstoffreichen Ernährung. Im Grunde genommen sind überall Nährstoffe drin, in allem, was wir essen. Aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Produkte, die wir zu uns nehmen, in denen nicht mehr viel enthalten ist. Und da kann man sich so vorstellen, der Körper verbraucht einfach sehr viel Energie, um die zu verdauen. Also unser Verdauungsapparat, der braucht die meiste Energie von dem, was wir aufnehmen. Und wenn wir diese Energie aufwenden, aber nur noch wenig aus der Nahrung rausbekommen, dann laufen wir halt irgendwann leer. Und das merkt man meistens nicht von einem Tag auf den nächsten, aber das merkt man dann, indem das Immunsystem runtergeht oder indem langfristig ja, irgendwelche beschädigten Zellen nicht mehr abgebaut werden, indem wir Ablagerungen im System haben, indem gewisse Funktionen Stück für Stück einfach nicht mehr richtig funktionieren können, die wir gar nicht spüren. Und erst wenn es dann zu spät ist, wird es gemerkt. Und das ist natürlich, das ist so ein ganz schleichender Prozess. Und das ist natürlich gefährlich. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen das gar nicht und merken es auch nicht, ne? Weil wir halt immer denken, naja, ach, es geht schon und mir geht es doch gut, ich fühle mich doch super. Viele merken es halt dann ab 30, ab 40, ab 50. Ne? Es werden immer mehr Leute auch krank, auch bekommen schwerwiegendere Krankheiten. Und man wundert sich, woher das kommt. Und dann sagen die Leute, ja, ich bewege mich doch und ich esse doch gut. Und ich glaube, das tun wir auch. Aber wie du sagst, haben wir hier im Westen eine
spezielle Art der Ernährung, die halt einfach nicht mehr das alles abdeckt, was wir brauchen. Und hinzu kommen dann natürlich noch zusätzliche Belastungen, wie Stress, wie in der Stadt leben. Das sind alles nochmal Dinge, die uns beeinflussen oder genau Einflüsse, kann man auch einfach sagen, die dazu führen, dass wir einfach noch mehr Nährstoffe zur Verfügung haben müssen. Und die haben wir ganz oft nicht zur Verfügung. Mhm. Und das liegt wirklich an dieser Ernährung, die wir uns angewöhnt haben oder wie du sie nennst, die Western Diet, also die westliche Ernährungsweise, vor allem durch den Verzehr von ganz vielen tierischen Produkten, von sehr viel Zucker, von Salz, geprägt von lange gelagerten Lebensmitteln, ne, weil wir meistens hier die Lebensmittel nicht mehr selbst produzieren. Das ist ganz anders in anderen Ländern, in Asien zum Beispiel, wo viele Menschen kleine Gärten haben, in Südamerika auch, eigentlich überall, außer hier in Europa, ne, und in den Industriestaaten. Und natürlich relativ wenig Vollkornprodukte. Also alles ist irgendwie schon verarbeitet und besteht aus Weißmehl. Und das Letzte, was eigentlich den schlimmsten oder ja ungünstigsten Faktor ausmacht, das sind die verarbeiteten oder Fertiggerichte. Und der Punkt ist wahrscheinlich so der schwerwiegendste, denn in verarbeiteten Lebensmitteln sind meist kaum noch Vitamine enthalten. Natürlich werden die hinzugefügt auch wieder, ne, teilweise. Also ich glaube, was hier in Europa, was man ganz viel macht oder bei unserer Diät, man macht dann Fertigprodukte, in denen eigentlich nichts mehr drin ist, um ihnen dann wieder Vitamine und ne, alles Mögliche an Nährstoffen, also sämtliche Mikronährstoffe wieder hinzuzufügen, was ja eigentlich verrückt ist. Dann kommt aber auch noch dieser gesellschaftliche Aspekt hinzu. Die Menschen haben immer weniger Zeit oder besser gesagt, sie nehmen sich halt immer weniger Zeit. Und hier spreche ich aber jetzt nicht nur vom Prozess des Essens, sondern dem ganzen Vorgang. Und der beginnt ja schon bei der Planung des Essens, bei der Auswahl oder wie ich eben auch schon gesagt habe, vielleicht bei der eigenen Produktion der Lebensmittel, bei der Zubereitung und beim Essen selbst. Das ist wirklich ein Aspekt, wo ich das Gefühl habe, dass das ein großes Problem ist. Das Essen muss immer schnell gehen. Und ich glaube, das ist eine Gewohnheit, die uns als Gesellschaft, es würde uns gut tun, wenn wir das wieder ändern würden, wenn wir uns einfach wieder mehr Zeit für diesen gesamten Prozess nehmen würden. Ich glaube, es würde auch tatsächlich Stress abbauen und es wäre in jeder Hinsicht gesünder. Was in dem Zusammenhang nämlich auch noch ganz spannend ist, und wenn wir von Western Diet sprechen, dann ist ja vielleicht auch interessant, was gibt es denn ansonsten noch für Ernährungsweisen? Mhm. Und hier ist es vielleicht einfach auch mal spannend, sich also in andere Regionen zu gehen, sich zum Beispiel die asiatische Ernährung anzuschauen oder die Mittelmeerdiät, die ist ja auch so sehr angepriesen, hast du bestimmt auch schon mal gehört. Mediterranean Diet. Genau. Und das Spannende daran ist halt, dass die Leute viel mehr Frisches zubereiten. Also die Qualität der Nahrungsmittel spielt meistens, wenn die Leute es sich leisten können, natürlich eine viel höhere, viel größere Rolle. Also auf jeden Fall in Griechenland und Italien, wo diese Mittelmeerdiät oder Türkei auch, ne, die Mediterranean Diet herkommt. Da geht es halt wirklich um ganz viel frische Produkte. Alles wird schonend und frisch zubereitet, es werden gute Öle verwendet und es gibt keine Fertigprodukte. Ne? Salz wird am Ende hinzugefügt, auch Zucker, aber dieses sich ein fertiges Produkt kaufen, auf die Idee kommen die Leute ja gar nicht. Entweder man geht essen oder man kocht sich selbst, aber diese fertigen Sachen zu kaufen, das ist da halt nicht üblich. Und so war es ja früher bei uns im Grunde genommen auch. Aber es muss halt schnell gehen und da kommen wir wieder auf diesen Zeitaspekt. Und ich glaube, deshalb hat sich das bei uns auch so eingebürgert. Und wir haben natürlich auch eine ganz andere Produktionsform bei uns. Und deshalb hat sich auch unser Ernährungsstil geändert, auch weil wir einen ganz anderen Arbeitssektor haben. Aber ja, auch weil viele Leute einfach die Zeit nicht mehr haben. Genau, das wollte ich nur einmal sagen, um aufzuzeigen, welche anderen Ernährungsformen es gibt, die doch nochmal eine ganz andere Versorgung darstellen können, ne? Dass man so ein Gegenbeispiel auch hat. Ja, dann
Kannst du ja jetzt vielleicht mal drauf eingehen, was sind denn jetzt diese Mikronährstoffe? Ich kenne mich ja nicht so besonders gut mit dem Thema Ernährung aus und ich habe da jetzt erstmal kein Bild davon. Ich habe mich natürlich auseinandergesetzt, aber vielleicht geht es anderen auch so. Was sind Mikronährstoffe? Vielleicht sogar, was sind Makronährstoffe? Da gibt es ja verschiedene Kategorien dann auch noch. Genau. Ich glaube, das macht auch Sinn. Ich versuche das mal relativ einfach darzustellen und ich fange am besten mit den Makronährstoffen an. Ja, also man kann sich das so vorstellen, also egal, ob du gerade geistig oder körperlich aktiv bist, dein Körper benötigt immer Energie. Das ist Energie, die dein Körper über die Nahrung, also genauer über die Makronährstoffe eigentlich in der Nahrung erhält. Nicht nur der Energiestoffwechsel. Auch ständig aktive Prozesse hier wie die Aufrechterhaltung von Körpertemperatur sind ja zum Beispiel auf Energie angewiesen, sondern auch der Baustoffwechsel, zum Beispiel jetzt mal der Wachstum von Haaren und Nägeln. Ne? Der benötigt ja auch Nährstoffe aus der Nahrung. Und der braucht zum einen Bausteine, also damit er wachsen kann, und zum anderen Energie, um die Prozesse in Gang zu setzen. Also zum einen halt diese, ne, das ist eigentlich wahrscheinlich ganz logisch, also ganz gut Das Bild erklärt. hilft, ja. Genau, das Bild hilft. Und genau, und das sind halt die Makro- und Mikronährstoffe. Also ohne Nährstoffe läuft gar nichts. Makronährstoffe sind zum Beispiel Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Und die liefern halt die Energie und kurbeln den Stoffwechsel an. Die Kohlenhydrate sind also sind meistens der Energielieferant Nummer eins. Davon brauchen wir relativ viel. Proteine oder ganz oft sagt man auch einfach Eiweiße, ist auch ein Makronährstoff, der beim Muskelaufbau überhaupt nicht wegzudenken ist. Also ganz, ganz wichtig für die Muskeln. Und Fette, die werden halt manchmal auch Lipide genannt, sind neben den Kohlenhydraten die wichtigsten Energielieferanten. Und bilden mit Abstand den größten Energiespeicher im Körper. So, und jetzt wird es nämlich spannend, weil die Energie kann letztlich aus allen drei Makronährstoffen entstammen, weil der Körper nämlich in der Lage ist, die einzelnen Bestandteile zu trennen und neu zusammenzusetzen. Also es ist ganz egal, welchen Makronährstoff du isst. Natürlich ist es nicht ganz egal, aber ich sage das jetzt vereinfacht. Jeder Makronährstoff liefert Energie und die brauchen wir ganz, ganz dringend. Deshalb sind Diäten ja auch manchmal problematisch. Da muss man immer gut gucken. Die Idee, also so zum Beispiel, dass Fett Fett macht, stimmt halt gar nicht. Das denken ja manche Leute. Genau, so, das wäre jetzt das eine zu den Makronährstoffen. Mikronährstoffe, wie der Name dann auch schon sagt, also Makro groß, Mikro klein, sind Nährstoffe, die unserem Körper keine Energie liefern, aber in anderen Funktionen für unseren Körper notwendig sind. Also das sind halt Vitamine und Mineralstoffe. Und manche zählen hier auch dazu sekundäre Pflanzenstoffe. Manche Leute machen dann noch eine dritte Kategorie auf und sagen, das sind Mesonährstoffe. Genau, bleiben wir mal bei den Vitaminen und den Mineralstoffen. Die Aufgabe von diesen Mikronährstoffen, die sind halt immer ganz spezifisch jetzt im Vergleich zu den Makronährstoffen. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Also innerhalb der einzelnen Mikronährstoffgruppen gibt es große Unterschiede. Und ja, zum Beispiel Vitamin A ist wichtig für ein normales Wachstum und den Aufbau von Haut und Haar und Blutkörperchen, sowie zum Beispiel das Sehvermögen, ne? Vitamin C kennen wir als Antioxidanz oder Reduktionsmittel in Stoffwechselprozessen und fürs Immunsystem. So, das sind halt wirklich kleine Stoffe, die dann wirklich für den Aufbau der einzelnen Organe, für die Stoffwechselprozesse, also im Grunde genommen dafür zuständig sind, dass alles richtig funktioniert. Und das ist nicht die Energie, ne? Die Energie, die kommt von den Makronährstoffen und die Mikronährstoffe, die sind eigentlich die kleinen Bestandteile, aus denen werden die einzelnen Zellen gebildet und alles, was sich bewegt und was hin und her geschoben wird im Körper. Das sind eigentlich die Mikronährstoffe. Also ich glaube, ich belasse es auch mal dabei. Und weil ich glaube, das ist auch für Leute, die sich nicht damit auskennen, ist es genug Info. Für Leute, die sich damit auskennen, die werden natürlich sagen, es ist viel zu kurz gefasst. Aber genau, die bewegen sich ja eh auf anderen Ebenen. Aber was halt auch noch zum Beispiel spannend ist, sind jetzt die Mesonährstoffe, ne, von denen ich ja eben schon mal gesprochen habe. Manche zählen hier die sekundären Pflanzenstoffe
dazu, aber auch Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel. Das sind so wie aktive Bestandteile von Nahrungsmitteln, die müssen nicht erst vom Körper umgewandelt werden, wie zum Beispiel die wie die Mikronährstoffe. Die müssen vom Körper erstmal meist umgewandelt werden. Deshalb haben diese Mesonährstoffe, und deshalb gibt es auch die Gruppe, die haben nochmal eine unmittelbarere Wirkung auf unsere Gesundheit. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also die finden sich ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln. Neben am besten regionalem Obst und Gemüse sind Kräuter und Gewürze halt besonders reich daran. Und zum Beispiel, ich überlege gerade, was sind denn bekannte? Allicin aus Knoblauch, das kennt man zum Beispiel, wirkt antibiotisch. Und ja, ganz viele kennen auch Kurkumin aus Kurkuma, das für die entzündungshemmenden Eigenschaften und den Anti-Aging-Effekt bekannt sind. Also das sind diese sekundären Pflanzenstoffe im Grunde. Ich hoffe, das hat jetzt einen guten Überblick gegeben, was Nährstoffe leisten und wieso auch die Mikronährstoffe natürlich so wichtig sind, ne? Ja, ich habe mal eine spezielle Frage dazu, wie wir die Mikronährstoffe aufnehmen können oder worauf wir achten müssen. Ich erinnere mich nämlich, dass du mal in einem Gespräch, das wir beide geführt haben, vor ein paar Wochen erzählt hast, dass es auch besonders darauf ankommt, wie das jeweilige Lebensmittel angebaut ist. Also du hast ja gerade schon gesagt, frisch zu essen, viel Gemüse ist schon die halbe Miete einer gesunden Ernährung. Aber du hast dann in unserem Gespräch auch nochmal etwas genauer erklärt, dass es ja für diese innehabenden Nährstoffe eben wichtig ist, aus welchem Anbau das Gemüse kommt oder ja, auf welchem Boden es gewachsen hat oder vielleicht wie es gewachsen ist. Ja, worauf müssen wir achten, Ele? Ja, sehr gerne. Das ist wirklich ganz spannend. Und das, da kommt allerdings auch von mir persönlich natürlich ganz viel mit rein. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, von meiner politischen Einstellung einfach auch dem gegenüber. Aber ich fange erstmal an. Also Mikronährstoffe in Nahrungsmitteln, das ist tatsächlich ein sehr umstrittenes Thema, ne? Wenn wir jetzt anfangen über Boden und darüber zu sprechen, welche Lebensmittel jetzt besser sind, Bio oder nicht Bio. Dahinter stecken riesige Konzerne, die damit richtig Geld machen und da auch sehr viel Geld reinstecken, um auch natürlich nicht bio- und genetisch veränderten Nahrungsmittel auch ein gutes Image zu geben und zu sagen, da gibt es keinen Unterschied. Deshalb, ich will da auch ganz vorsichtig sein, versuche das einfach möglichst differenziert darzustellen. Ne? Immer am besten. Genau, also erstmal, vielleicht fange ich auch erstmal, ich überlege gerade, vielleicht gehe ich da am Ende sogar drauf ein und sage erstmal generell, auf was du jetzt eben auch schon gesagt hast, ne? Welche Nahrungsmittel, worauf wir achten sollen. Und genau, der erste Punkt, hat es ja auch gerade gesagt, Obst und Gemüse sollte frisch sein. Also wichtig ist zu wissen, vom Moment der Ernte an verliert Obst und Gemüse kontinuierlich die Vitamine und Nährstoffe. Dementsprechend ist halt, je frischer, desto besser. Und je länger das bei uns rumliegt oder nicht richtig gelagert ist, das ist gleich noch ein anderer Punkt, desto mehr Vitamine gehen auch tatsächlich verloren. Das darf man nicht vergessen, deshalb je frischer, desto besser. Gefrorenes Gemüse, wenn man kein frisches hat, ist auch meistens noch sehr reich an Vitaminen, also darauf, das kann man auch wirklich zurückgreifen, weil das in der Regel direkt nach der Ernte gefroren wird. Ne? Und dementsprechend werden dann viele Vitamine auch noch erhalten. Natürlich nicht ewig, das muss man dann auch möglichst schnell essen, aber das geht schon. Dann der zweite Punkt ist natürlich die Lagerung. Das ist total wichtig, weil jedes Obst und Gemüse muss so oder sollte so gelagert werden, dass es möglichst lange frisch bleibt. Also es gibt Nahrungsmittel, die lieben es kühl und dunkel, wie Kartoffeln zum Beispiel. Ne? Manche Nahrungsmittel sind gerne im Kühlschrank, andere nicht, wie zum Beispiel Tomaten oder Bananen, die man ja mögen es auch nicht so warm, aber die sollte man auf gar keinen Fall in den Kühlschrank legen. Genau, aber das wäre auch nochmal, Lagerung ist super spannend und das ist nochmal ein Thema für sich. Ja, und ich finde die Devise aber besser, oder für mich ist es wichtig und denke dabei natürlich auch an Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Weniger ist immer besser. Also lieber mehrmals einkaufen gehen und frisch kaufen. Davon hat man wirklich mehr,
als einmal die Woche einkaufen und alles einlagern und dann isst man die Hälfte nicht mehr. Ne? Und man muss natürlich auch dran denken, dass Transportwege hinzukommen. Also wenn wir irgendwas kaufen, was eh schon einen langen Transportweg hatte, dann liegt das bei uns nochmal, dann ist es halt auch nicht mehr so super frisch. Genau, dann das nächste ist natürlich die Zubereitung. Wie bereiten wir unsere Nahrung zu? Und die meisten Vitamine liegen zum einen direkt unter der Haut oder Schale der Frucht und vom Gemüse. Und deshalb ist halt oft ein Verzehr mit Haut natürlich ratsam, zum Beispiel, beste Beispiel der Apfel. Und hier kommt aber halt auch so ein bisschen das Bio-Thema rein. Hier würde ich auf jeden Fall Bio-Obst und Gemüse darauf zurückgreifen, denn hier hat man in der Regel halt nicht die Sorgen um Pestizidrückstände. Dann aber noch erstmal weiter zur Zubereitung. Ganz, ganz wichtig beim Kochen verlieren Lebensmittel ganz oft wichtige Bestandteile. Und viele Leute wissen gar nicht, dass man Gemüse nur leicht garen sollte oder dünsten, dass man Kartoffeln in ganz wenig Wasser nur kochen sollte. Also am besten mit Schale, ganz knapp bedeckt mit Wasser und das reicht denen. Und das machen viele Leute auch falsch. Nun, weil sie es gar nicht wissen, machen einfach einen Topf voll Wasser, Kartoffeln rein, super. Und ja, das ist halt, also Zubereitung ist auch nochmal ein Riesenthema. Achso, Ausnahme ist hier zum Beispiel Kohlgemüse. Das muss nämlich gut gekocht werden, weil das besitzt eine Vorstufe von Vitamin C und Ascorbikin heißt das. Und das wird nämlich erst während des Kochens gespalten. Also das ist nochmal eine andere Sache. Dann gibt es natürlich ganz auch bei der Zubereitung ganz, ganz, ganz viele Tricks, was auch viele Leute nicht wissen. Also zum Beispiel damit fettlösliche Stoffe wie zum Beispiel Vitamin E, das ist in grünem Blattgemüse und Algen, oder hier Beta-Carotin, das kennt ja fast jeder, Beispiel Karotte. Damit das vom Körper aufgenommen werden kann, braucht das eine kleine Menge Fett in Verbindung. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Karotte isst und einfach ein paar Nüsse dazu isst oder ein bisschen Öl oder ein Stück Käse, dann ist das eigentlich perfekt. Ja, oder so wird zum Beispiel auch die Eisenaufnahme aus grünem Blattspinat oder Salat. Ne? Wenn man das mit Vitamin C kombiniert, dann kann der Körper das besser aufnehmen. Also so ein Spritzer Zitrone an Salat ist halt einfach immer super. Oder rote Paprika. Ne? Genau, und das sind halt so Tricks, womit man natürlich auch ganz viel in der Zubereitung nochmal anders machen kann. Und es macht einen großen Unterschied tatsächlich. Dann ist natürlich, ja, worüber wir eben schon gesprochen haben, Fertignahrungsmittel. Das ist natürlich wirklich ein großes Problem in unserer Ernährung. Davon, also ob es auch fertiger Hummus oder Falafel oder ne, alles, was irgendwie prozessiert ist, ist einfach nicht zu empfehlen. Und egal, ob das jetzt Bio-Hummus dann ist, den man kauft, ja, neben den wenigen Vitalstoffen, die da eigentlich noch drin sind, stecken da halt meistens Transfette drin. Das sind ungesunde Fette. Meistens viel Zucker, Salz und vor allem halt Konservierungsstoffe. Ne? Und das ist eigentlich auch ganz spannend. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das eine ist nämlich, dass wir dem Körper wenig oder weniger Mikronährstoffe zuführen. Das andere ist, dass wir immer mehr schädliche Substanzen ja auch aufnehmen. Und das dürfen wir halt auch nicht aus dem Blick lassen, ne? Dass man sich natürlich gesund ernährt, aber dass wir auch viel zu uns nehmen, was für den Körper vielleicht nicht so gesund ist. Und das muss man auch immer bei der Ernährung mit betrachten. Und ja, und bei Bioprodukten ist das natürlich genau das Gleiche. Also von Bioprodukten, da kommen wir auch später bestimmt noch mal ein bisschen näher drauf. Aber was ich hier auch bei dem Punkt sagen möchte, ist halt, dass auf jeden Fall, auch wenn wir nicht wissen ganz genau, ob da mehr Nährstoffe drin sind oder was auch immer, es sind auf jeden Fall keine Pestizidrückstände drin. Und das, finde ich, schon mal ist ein sehr wichtiger Punkt. Und natürlich kommen bei Bioprodukten noch andere Argumente dazu, auch so politische Natur, da können wir gerne gleich nochmal drauf sprechen. Das liegt mir natürlich persönlich sehr am Herzen, aber das ist für mich so der Hauptpunkt auch, warum auf Bioprodukte zurückgreifen, weil man da in der Regel sicher sein kann, dass genau Pestizide nicht in dem Anteil enthalten sind, wie in anderen Produkten, in herkömmlich hergestellten landwirtschaftlichen Produkten.
Genau, was ich immer ganz interessant finde hier, wenn Leute sagen, ja, ach, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Ich schaue immer darauf, für Kinder wird es empfohlen, ihnen Bio-Nahrungsmittel zu geben, weil das sehr empfindliche Organismen noch sind und für Erwachsene nicht. Und ich frage mich, und für Erwachsene ist plötzlich alles ist gleich gut und da gibt es keine Unterschiede. Und ich finde, da kann man immer so ein bisschen skeptisch werden auch und darf man fragen, wieso denn? Wieso ist das denn für Erwachsene alles gut und für Kinder aber nicht? Also ich finde, das zeigt schon, dass vielen da bewusst ist, dass es doch nicht gleich gut ist. Das nur mal als Aspekt. Ja, was sagst du denn zu dem Thema, das auch im Moment Schlagzeilen macht? Bio ist nicht gleich Bio. Auch wenn man Bio kauft, heißt nicht das, oder sagen wir anders, Bioqualität kann stark variieren. Kannst du darauf eingehen? Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt tatsächlich. Also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Biosiegel. Wir haben zum einen das EU-Biosiegel. Und da sind alle EU-Staaten beteiligt und dementsprechend wird da nicht so streng vorgegangen, wie manche Staaten sich das wünschen. Das muss auf jeder Biopackung auch drauf sein, das EU-Biosiegel bei Bioprodukten hier in Deutschland oder in der EU. Dann gibt es das deutsche Biosiegel. Das ist eigentlich wie das EU-Siegel. Und da kann man sich dann dementsprechend aussuchen, ob man es auf die Packung machen möchte oder nicht. Und dann gibt es aber Biosiegel von Vereinen. Die sind wirklich interessant und die sind dann auch spannend. Das sind Demeter, Naturland, Bioland. Also wir haben hier in Deutschland richtig gute Biosiegelvereine und die sehr strenge Richtlinien auch haben. Also in der Regel strenge Richtlinien. Und genau, mittlerweile haben sogar auch Aldi, Lidl, Netto, die haben mittlerweile auch, bieten Produkte sogar davon an. Ich glaube, Lidl bietet zum Beispiel Bioland-Produkte an und Aldi hat ja Schneekoppe, Edeka, Rewe, die bei denen spielen die bekannten Biomarken schon lange eine größere Rolle als bei den Discountern. Ja, und genau, da ist es, genau, da spielen die Biomarken einfach schon eine größere Rolle. Was sind denn deine Tipps, Ele, wenn man sich nicht so gut auskennt mit Bioqualität oder gesundem Essen generell, aber jetzt speziell zur Bioqualität? Was für Tipps hast du? Wonach kann man Ausschau halten? Genau, also ich würde auf jeden Fall nach den Siegeln schauen. Das ist einfach immer wichtig. Genau, also bei den Eigenmarken, jetzt bei Lidl, Aldi, für die, die dort einkaufen vielleicht, das sind natürlich die entsprechenden EU-Vorschriften. Alles Weitere bin ich nicht sicher, aber natürlich, wenn man auf die Siegel von den Vereinen schaut, dann kann man da auf jeden Fall schon andere und gute Produkte auch kaufen. Dann natürlich bei Kaffee und Schokolade und Südfrüchten, da bin ich jetzt eben nicht drauf eingegangen, Fairtrade, das ist natürlich nochmal ein anderes Siegel und für mich natürlich auch wichtig, weil da natürlich der Produzent auch nochmal anders am Gewinn beteiligt ist. Wenn das Produkt zum Beispiel, was man kaufen möchte, wenn es das gerade nicht in Bio-Qualität gibt, dann würde ich einfach immer sagen, greift doch auf ein regional, konventionell hergestelltes Produkt zurück, aber es ist regional hergestellt. Und ich kann auch immer sagen, in Deutschland haben wir sehr gute Produktionsbedingungen und im Vergleich zu vielen anderen Ländern und dementsprechend kann man darauf auch vertrauen. Also das sind auch trotzdem sehr gute Produkte hier in Deutschland. Außerdem würde ich immer überlegen, ob es wirklich das Produkt jetzt sein muss, das man gerade kaufen will. Oder ob es nicht sowieso auch ein lokales oder saisonales Obst oder Gemüse ersetzen kann. Zum Beispiel im Winter dann Apfel anstatt die Himbeeren oder Blaubeeren oder was man da so kauft. Genau, und worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist halt, dass man nicht denken darf, wenn man Bio-Fertigprodukte kauft, dass man sich damit unbedingt was Gutes tut. Und hier gilt halt leider das Gleiche wie bei anderen Fertigprodukten. Also das sollte man gerade, wenn es um gute Nährstoffversorgung geht, sollte man immer im Kopf haben. Ja. Du hast gerade nochmal den Fairtrade angesprochen. Also ich erinnere mich auch, dass du gesagt hast, es ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, auf gesunde, nachhaltig angebaute Ernährung zu achten, weil der Körper eine Rolle spielt, die Psyche, die Ökologie, das Klima, Artenschutz, Fairtrade, das einfach auf ganz vielen Ebenen positiv gewirkt wird. Ja, genau.
Ja, saisonal, regional, bio. Also das ist wirklich, das steht ja ganz oft in unterschiedlichsten Zeitungen. Das ist ja wirklich so ein Slogan geworden. Aber das ist, ja, ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen. Und ich glaube, wenn mehr Leute das verinnerlichen würden, könnte sich tatsächlich ganz viel ändern. Also gerade Verbraucher haben hier eine Riesenmacht. Da kann ich auch nochmal auf meine Großmutter zurückkommen, die ja wirklich auch einfach immer saisonal, regional und bio gekocht und gegessen hat, aber aus, ja, aus der Not heraus, ne? Also das ist ja auch ganz spannend. Und ich wäre aber gerne nochmal darauf eingehen, auch warum das auf jeder Ebene so wichtig ist und wirklich, wie du sagst, eine Win-Win-Situation ist. Also Bio-Lebensmittel, und jetzt komme ich auch nochmal auf diesen politischen Aspekt zu sprechen, sind halt auf der einen Seite ökologischer und sie schützen halt auch das Klima und die Artenvielfalt. Denn durch den ökologischen Landbau wird viel mehr CO2 im Boden gebunden. Die Vielfalt an Kräutern und Insekten und halt damit dann auch Vögeln wird erhalten. Und es ist natürlich dann auch für den Körper gesünder, denn biologisch angebaute Lebensmittel haben halt weniger Rückstände. Wenn die dann auch noch regional sind, sind sie natürlich meistens viel, viel frischer. Ne, das spielt natürlich auch ein, ja, spielt mit rein. Das haben wir ja eben, bin ich ja eben schon drauf angegangen. Dann kommt natürlich auch der Aspekt mit rein. Ja, ach so, genau. Was eigentlich das regionale Lebensmittel ja meistens auch saisonale Lebensmittel sind. Also wir haben ja bei uns eigentlich kaum Treibhäuser. Und darauf würde ich gerne noch mal kurz eingehen, auch jetzt mit Bezug auf die Nährstoffe, denn das ist eigentlich ziemlich spannend. Denn die Natur, die ist total schlau und die hat so eingerichtet, dass wir eigentlich immer genau die Lebensmittel zur Verfügung haben in unserer jeweiligen Jahreszeit, die wir vermehrt brauchen. Und da mache ich gerne auch ein paar Beispiele. Im Winter ist das zum Beispiel der nicht so gern gemochte Kohl. Der hat aber so einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Ich habe es ja eben schon mal ganz kurz erzählt. Der hat Kalzium, Eisen, Magnesium ist mit drin. Außerdem hat er ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe und der ist einfach ein Allrounder. Und was wir aber machen, wir pressen uns dann die Zitrone aus, weil wir denken, oh, da ist viel Vitamin C drin. Das ist aber tatsächlich, Zitrone zum Beispiel ist auch im Ayurveda und in der TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, eine Frucht, die den Körper runterkühlt. Also das ist keine Aufwärmende. Also wenn man eine Erkältung hat, ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, eine heiße Zitrone trinken, laut Ayurveda und traditioneller chinesischer Medizin, sondern man sollte halt wärmende Gerichte essen. Und dazu zählt zum Beispiel der Kohl. Und der hat halt auch sehr viel Vitamin C. Ein anderes Beispiel sind Erdbeeren und Spargel. Und die sind auch, die gibt es ja jetzt bald wieder, da freue ich mich auch schon drauf. Die haben einen sehr hohen Folsäuregehalt, unter anderem. Also das sind wirklich auch totale Kraftpakete. Aber Folsäure ist ein B-Vitamin und das kennen die meisten aus der Schwangerschaft. Dann nehmen das nämlich viele Frauen. Und das ist aber für die Herstellung von Erbsubstanz, Bildung roter und weißer Blutkörperchen zuständig. Und also auch unter anderem. Und da habe ich auch eine super spannende Studie mal zu gelesen, dass es einen ganz positiven Effekt auf die Blutgefäße haben soll und gerade älteren Menschen nämlich dabei helfen soll oder hilft, deren Blutgefäße nämlich nicht mehr so gut Stickoxid binden können, bei der Erweiterung der Blutgefäße zu helfen und das dabei hilft, sich besser an Hitze anzupassen. Und ältere Leute kriegen ja im Sommer einfach ganz oft einen Hitzeschlag, weil sie das halt nicht mehr können. Da ist es halt spannend, dann kühlende oder runterkühlende oder also wie die traditionelle chinesische Medizin sagt, oder halt einfach saisonale Nahrungsmittel zu essen. Also egal, welche Produkte man sich anschaut, die Natur stellt uns das zur Verfügung, was wir brauchen. Das meinte ich auch damals, dass das einfach so eine Win-Win-Situation ist, wenn wir regional kaufen, saisonal und bio, weil es ist gut produziert, es ist kommt der Umwelt zugute, es ist für unseren Körper gut, es ist meistens das Frischste, wir haben keine langen Transportwege und ach, ich könnte ja noch weiteres aufzählen, aber ja, ich glaube, es wäre für die, ja, für viele Menschen einfach gut, sich das ein bisschen mehr zu Gemüt zu führen auch. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch mal kurz auf
die Psyche zu sprechen. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Verfügbarkeit von Makro- und Mikronährstoffen für das psychische Befinden, für die Hirnleistungsfähigkeit eine zentrale Rolle spielt. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Also, das ist ein total spannender Aspekt, aber und dazu wird auch sehr, sehr viel geforscht. Und ich muss sagen, also ich glaube, die Forschung ist da tatsächlich noch nicht so weit. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, so viel braucht man vielleicht gar nicht forschen, denn vieles wissen wir ja eigentlich auch intuitiv. Also die meisten Menschen wissen ja, wenn sie sich gut und ausgewogen ernähren, geht es ihnen gut und sie fühlen sich gut. Und wenn sie das nicht tun, ist das nicht der Fall. Ein gutes Beispiel, was mir da immer einfällt, ist ja auch Super Size Me. Den Film hast du bestimmt auch gesehen, oder? Tatsächlich nicht. Ernährt sich der den Dokumentarfilm macht, einen Monat lang, 30 Tage lang nur von McDonald's essen. Geht davor zu Ärzten und geht danach von Ärzten. Und genau, dieser Film ist total umstritten, aber ihm geht es sehr schlecht danach. Er hat dann zugenommen, er ist auch absichtlich sehr wenig gelaufen in der Zeit. Und genau, natürlich haben viele Leute diesem Film auch widersprochen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir natürlich, wenn wir unseren Körper schlecht ernähren, oder wenn uns Nährstoffe fehlen, dass wir das spüren. Und dass unsere Psyche darunter leidet. Wir merken es ja alle im Winter, wenn es dunkler wird, wenn wir weniger, welches Vitamin ist es nochmal? Oh Gott. D, ne? Mhm. Ich glaube, ich bin gerade voll, genau. Wir kennen es ja alle aus dem Winter, wenn wir weniger Vitamin D produzieren und wie dann die Stimmung darunter leidet. Also das ist ja der beste Indikator, dass wenn uns was fehlt, dass es uns da nicht gut geht. Und genau so ist es eigentlich auch mit Nährstoffen. Und es werden immer mehr Studien dazu gemacht. Also vielleicht mache ich einfach noch mal ein Beispiel von einem Zusammenhang. Natürlich hängt unser ganzes System zusammen. Aber ein Bereich, der zum Beispiel sehr stark mit unserer Psyche verknüpft ist, ist unser Magen-Darm-Trakt. Und hier werden unsere Hormone produziert. Dementsprechend ist es ein sehr, sehr wichtiges Organ, auch wenn man sich anschaut, wie Mikronährstoffe aufgenommen werden oder ob wir genügend Mikronährstoffe überhaupt aufnehmen können. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, durch die wir uns selbst, wenn wir genügend Mikronährstoffe zu uns nehmen, dass der Magen-Darm-Trakt das nicht richtig verwerten kann. Wenn wir zum Beispiel krank sind, wenn wir Ablagerungen haben, also zum Beispiel Alkohol, Tee, Kaffee, sämtliche Schadstoffe, die lagern sich an den Innenwänden des Darmtraktes ab. Das sind so Schlacken. Und die verhindern, dass die Nährstoffe tatsächlich durch die Darmwände werden die in der Regel aufgenommen, dass die aufgenommen werden können. Ja, du hast das mit der Teekanne beschrieben. Genau. Ja, stimmt. Das hatte ich beim letzten Mal genommen. Also man kennt das ja aus der Teekanne im Grunde genommen. Wenn man die nicht immer sauber macht, dann setzen sich da am Rand dann auch wirklich, ja, dann setze ich dieses Tein da ab und man sieht es richtig. Und so kann man sich das im Darm auch vorstellen. Das ist eine Möglichkeit, warum wir Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen können. Es gibt aber auch ganz andere Krankheiten, Darmkrankheiten, die dazu führen können. Dann natürlich Stress, eine einseitige Ernährung. Ja, und das alles führt dazu, dass die Hormone nicht mehr richtig produziert werden. Also dass uns praktisch die Stoffe fehlen, damit die Hormone produziert werden. Das hatte ich ja am Anfang erklärt, ne? Daraus werden die ja zusammengesetzt. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass ein psychisches Leid daraus entsteht. Und da muss ich aber auch ganz vorsichtig sagen, da ist die Forschung sehr am Anfang. Also in vielen Ländern wird damit schon gearbeitet und gerade auch so in der alternativen Medizin wird ganz viel in der Behandlung von psychischen Krankheiten auch mit einer Ernährungsumstellung gemacht. Also sowieso in der traditionellen chinesischen und im Ayurveda, da sind es die ersten Schritte. Genau, bei uns ist das leider nicht der Fall. Ja, ich hoffe, dass es da eine immer größere Offenheit gibt. Also ich bin überhaupt nicht gegen unsere Medizin, aber ich glaube, eine Kombination zwischen beidem und eine größere Offenheit, auch eine Ernährungsumstellung als heilend anzusehen. Und wenn Ärzte das auch mehr empfehlen würden,
wenn Krankenkassen Ernährungsberatung in mehr Fällen annehmen würden, das finanzieren würden. Ich glaube, da könnte sich einiges ändern auch und ja, dass man da viel bewirken könnte. Aber ich sehe es oft, da ist unser System noch weit von entfernt und das ist jetzt auch kein Bereich, also da möchte ich mich nicht weit aus dem Fenster legen und ja, da wird viel geforscht und ganz viel gemacht und sehr viel zu gefunden. Auch gerade Magen-Darm-Forschung ist noch relativ neu und im Zusammenhang mit der Psyche. Aber ich glaube, da wird noch ganz viel Spannendes in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Ele, was sind denn jetzt vielleicht so 2, 3 Tipps, die du geben kannst zum Abschluss? Oder vielleicht sogar einfach zusammenfassend, was sind 2, 3 Dinge, wenn jemand sich gerufen fühlt und etwas ändern möchte, vielleicht ein bisschen Klarheit bekommen hat durch das, was du erzählt hast. Was sind 2, 3 Tipps, die direkt umgesetzt werden können oder worauf wir achten können? Ja, genau. Also das Tückische an unserer Ernährungsweise, also da gehe ich nochmal auf dieses Diet, also so wie wir essen, sind eigentlich unsere Gewohnheiten. Und das haben wir uns meist seit richtig vielen Jahren antrainiert. Und wir bekommen von unseren Eltern da ganz viel mit, dann wohnen wir irgendwann alleine, dann muss es praktisch sein, wir wissen vielleicht nicht, wie man richtig kocht, ne? Und ja, und haben uns vielleicht auch angewöhnt, wirklich nicht so viel Zeit zu investieren, worauf ich ja auch schon eingegangen bin. Ich finde, das sollte man sich bewusst machen. Das ist das allererste. Der erste Schritt, dass es unsere Gewohnheiten sind und dass man ein Interesse und ein Bewusstsein dafür entwickelt, was man isst, welche Art von Lebensmitteln man isst, wo die herkommen und wie man isst. Also, ne, welche Gewohnheit habe ich eigentlich? Und ja, deshalb glaube ich, Bewusstsein entwickeln ist ein ganz wichtiger Schritt. Und dann auch natürlich offen dafür zu sein, über Lebensmittel und das Kochen, Neues zu lernen. Also das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also eine Offenheit und Bewusstsein erstmal in sich aufbauen, in sich aufzubauen. Dann als zweites ein Plädoyer, sich wieder Zeit zu nehmen zum Kochen. Ja, Zeit aufwenden, es wird kein Zeitverlust sein, sondern es wird zu mehr Ruhe führen, auch zu Stressabbau, zu Zufriedenheit und ja, auch Essen zubereiten. Das hat sowas Meditatives und Schönes und ja, also dieser ganze Prozess, von dem ich auch am Anfang gesprochen habe, ne, sich einfach mehr Gedanken machen, das in die Hand nehmen und sagen, ja, jetzt koche ich mal eine Stunde. Und man fühlt sich danach wirklich gut, auch wenn man sich was Leckeres, Frisches zubereitet hat. Und das muss ja auch nicht von einem Tag auf den anderen geschehen, aber man kann es ja langsam integrieren und sagen, ach, heute einmal am Wochenende oder sonntags, ne, koche ich einfach lecker für mich. Das wird jetzt ein neues Ritual. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, probiert einfach mehr saisonale Lebensmittel in den Speiseplan zu integrieren, auch den überhaupt nicht geliebten Kohl. Ja, denn wenn man regional und vor allem saisonal konsumiert, dann versorgt man den Körper mit dem, was er braucht. Und das ist ja auch interessant, meistens sind es die Lebensmittel, die gerade am preisgünstigsten sind, weil sie einfach auf dem Markt sind. Und das ist ja wohl auch ein Riesenargument dafür, das vermehrt zu konsumieren. Und tolle Rezepte findet man mittlerweile überall im Internet. Also auch Sachen, wo man denkt, so, oh, weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll, so Spitzkohl oder rote Beete, traut euch. Es gibt so tolle Rezepte damit. Und ja, das Letzte, versucht mehr frisch zu essen. Also wirklich von Fertigprodukten abzurücken. Und einfach, ne, es macht einen Unterschied, wenn man mehr frisch isst. Das heißt nicht, dass man das nur noch muss. Aber ich glaube, man tut sich wirklich was Gutes, wenn man vieles selbst zubereitet. Genau, ansonsten natürlich das, was ich gesagt habe, sonst auch, ne? Versucht mehr auf Vollwert zu achten und kauft regional, saisonal und bio, einfach auch wegen der Umwelt. Und man kann wirklich als Verbraucher viel mehr machen, als viele Menschen denken. Und man setzt damit ein Zeichen. Danke für das schöne Gespräch, liebe Ele. Ja, danke dir. Es hat richtig Spaß gemacht und ich finde es total toll, dass du das auch so spannend findest. Und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht auch nochmal so ein anderen Blick auf Ernährung bekommen hat. Dass es nicht nur das ist, was wir so in uns reinschaufeln, sondern dass es ganz viel mehr ist und auch sehr viel mit unserem Wohlbefinden zu tun hat auf jeder Ebene und wir damit auch einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten können oder zu einem Wandel vielleicht auch in der Gesellschaft.
Wenn dir diese Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn teilst. Vielleicht kennst du jemanden, der profitieren kann und dem er gut tut. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Kollegin, dem oder der du meinen Podcast empfehlen kannst. Damit unterstützt du mich und auch andere, für die diese Nachricht hilfreich ist. Und dafür danke ich dir sehr. Und wenn er dir ganz persönlich gut tut und du intensiver mit mir arbeiten möchtest, dann schau dich doch gerne mal auf meiner Webseite um. Ich habe verschiedene Angebote und ich freue mich, wenn du dich mit mir in Verbindung setzt.